Servus Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial, in dem ich euch heute zeige, wie ihr euch eine, ja, coole Zombie-XP-Farm bauen könnt. Die Farm funktioniert wie folgt. Und zwar habe ich jetzt einfach mal zur Vereinfachung hier außen noch Monster-Spawner hin platziert. Und ja, es muss natürlich Nacht sein. Deswegen stellen wir das auch mal schnell ein. Normal zieht es natürlich alle Zombies an in der Umgebung. Und zwar ist hier in der Mitte in einem Glaskasten ein Villager. Die Zombies sehen den Villager. Leute, er hat einen Kürbis. Ich glaube, das liegt am Halloween-Update, ne? Ja. Und die fliegen dann halt hier rein. Keine Ahnung, warum das gerade nicht geht. Und ja, durch das Wasser werden die halt da reingespült. Die Schilder halten das halt zurück, dass es nicht ganz reinfließt. Hier unten ist halt nochmal Wasser. Und das spült das halt hier weiter zurück. Und hinten werden die halt hintergespült. Und dann fallen sie halt hier unten rein. Ihr müsst jetzt nichts anderes machen, als euch ein Schwert zu nehmen. Dann geht ihr hier runter. Und dann braucht ihr nur noch hier reinhauen. Ich kann natürlich auch in Game Mode gehen. So. Und einfach alle töten. Wenn ihr da eine Verzauberung drauf habt, wie zum Beispiel ich hier habe mir ein paar mehrere drauf gemacht gehabt, wenn ich jetzt drauf gehe, die sind natürlich alle mit einem Hit tot. Und ja, dann kommen hier natürlich immer wieder mehrere rein. Ja, und die können hier unten fast nicht despawnen, weil muss halt in der Nähe bleiben, damit die da bleiben, also damit die nicht despawnen. Und hier unten ist es auch dunkel genug, so dass sie auch nicht respawnen können. Ich habe bloß gerade das Problem, dass die hier oben nicht richtig reinlaufen in das Loch. Oh, warte mal, ich bin noch im Game-Mode. Stirb. Ansonsten kannst du, die fallen dir nämlich hier rein. Aber ich habe gerade noch einen Tipp bekommen. Und zwar, wenn man hier Trapdoors nimmt, dürfte das auch klappen. Ich präpariere das mal kurz. Okay, wenn ihr das so baut, dann dürften die von alleine reinlaufen. Zumindest habe ich es gerade gesehen. Also, hier außenrum natürlich volle Blöcke und dann hier einfach ran, hieran einfach Trapdoors platzieren. Dann dürften die von alleine reinlaufen. Habt ihr das gesehen? Die erkennt nämlich, dass das hier ein voller Block ist, aber da das halt eigentlich eingeklappt ist, ja, laufen die da halt drauf und fallen einfach runter. Der Villager gibt vielleicht eine Heidenangst, aber es funktioniert und ich habe nichts gemacht. Ich habe die auch jetzt nicht großartig weiter reingeschlagen. Ich habe nur das gebaut und ihr seht, wie viele Zombies jetzt hier schon wieder drin sind. Und wir gehen nochmal kurz Game Mode 0 und alles. Abgefarmt. Und das Ding macht 1,6 Attack Damage. 10 Attack Damage. Und ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall und ihr seht, die Level, die ich hier habe, die 61 Level unten, die habe ich nur durch die Zombie-Farm hier gekriegt. Also das Ganze ist sehr effektiv. Doch wie baut man das Ganze nun? Alle Blöcke, die ihr jetzt für diese Monsterfalle braucht, seht ihr jetzt hier unten in meinem Inventar. Dieser graue Beton hier, braucht ihr nicht unbedingt. Den habe ich mir nur reingenommen, damit man ja einen besseren Unterschied hat. Und damit ich halt in den Block habe, mit dem ich bauen kann. Ja, als erstes bauen wir uns hier ein bisschen hoch. Da brauchen wir eine künstliche. Ich habe jetzt mal nochmal die Farbe vom Beton gewechselt, damit man ein bisschen Unterschied hat zum Boden. Wir brauchen jetzt eine 7 breite Wand. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und das gleiche hier nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und draußen, außen dran halt nochmal ein, aber innen drinnen muss es 7 lang sein oder breit sein halt. So, dann bauen wir es hier nochmal hinter. Das ziehen wir jetzt nochmal kurz ein bisschen höher.
Okay, wir ziehen das jetzt mal noch. Das reicht jetzt erstmal. In der Mitte brauchen wir dann erstmal einen Block. Ich überprüfe nochmal kurz. Ich glaube, ich habe es nicht ganz richtig gebaut. So, wenn wir das jetzt so gebaut haben, können wir jetzt hier unten wieder wegmachen. Wir werden jetzt hier die Schilder ran machen. Halt. Und dann erstmal so hier. Damit das dann am Ende so hier aussieht. Wieder einfach in die Hocke und baut dann an dieses Schild hier eins ran. Die müsst ihr überhaupt nicht beschriften. Geht nur darum, dass da Schilder sind, damit diese das Wasser zurückhalten. So, an den Rand kommen erstmal die Trapdoors noch. Die habe ich vergessen. Nachdem ihr die Trapdoors außen platziert habt, kommt in die Mitte ein Käfig oder ein Glaskäfig für den Villager. Moment. Der muss 3x3 breit sein am Boden und dann halt so gebaut sein, dass in der Mitte zwei in der Höhe Platz sind, denn da kommt dann der Villager rein. Das ist egal, was das für einer ist. Das ist jetzt ein Farmer, okay. Da oben baut ihr dann einfach wieder zu. Zack, dann ist der Villager da drin. Der zieht dann jetzt später die Monster an, oder die Zombies besser gesagt. Und ich merke gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Das Ganze hier unten muss, glaube ich, noch eins tiefer. Ja gut, kann ja mal passieren. An das untere müssen die Schilder ran. Und hier noch. Und hier noch. Es ist jetzt nur aus Versehen, dass ich hier jetzt was ranschreibe. Und. Halt. So. Die Schilder halten dann jetzt das Wasser zurück. Da müssen wir dann jetzt hier unten noch eine Schicht reinziehen. Aber außer hier unten, die drei in der Mitte, die bleiben frei. Okay. Dann setzen wir jetzt hier außen in jede Ecke. Nein, setzen wir noch nicht. Jetzt gehen wir hier einfach mal tiefer. Und um genau zu sein, zwei tiefer. So, und jetzt suchen wir uns eine Richtung aus, in die es später alle spülen soll. Wir sagen einfach mal in diese Richtung. Also graben wir uns jetzt mal hier hinten hin. Und dann grabt ihr von hier aus, also die drei, hier drei, die müssen erstmal nach zwei nach unten gegraben werden. So, und dann graben wir von hier aus, da wo die Decke wieder beginnt, sechs Blöcke in diese Richtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier können wir schon mal zwei hier runterbauen noch. Und hier hinten setzen wir dann Wasser hin. So, das fließt bis hierher. Jetzt müssen wir hinten aber trotzdem nochmal Platz machen, damit wir hinten noch arbeiten können. Nachdem wir hier Platz gemacht haben, können wir hier unten noch eine Schicht entfernen. Hier so Stone Slabs platzieren. So. Hier können wir die dann später alle hitten. Und ja, wenn ihr das Ganze so hier gebaut habt, oben kommt das Wasser an. Hier sind jetzt die Stone Slabs. Hier unten nochmal welche, damit ihr höher steht und nicht so weit hochgucken müsst. So.
dann ist es auch schon fast fertig. Wir brauchen es hier oben nur noch Glas drauf zu bauen. Und jetzt braucht ihr hier noch einen Eingang. Ihr braucht jetzt nur noch einen Eingang. Und den macht ihr halt mit Leitern. So. Dann verkleiden wir das hier jetzt nochmal. Und schon ist unsere Zombie-Farm fast fertig. Wir brauchen jetzt hier nur noch Wasser reinsetzen in alle Ecken. Das Wasser spült dann später die Zombies in die Mitte. Und tada, fertig ist die Zombie-Falle. Ihr müsst dann halt nur noch nachts einfach hier reingehen. Oder am Ende eines Tages immer geht ihr runter mit eurem Schwert. Und dann wartet ihr halt, bis die Zombies kommen. Oder wenn die Zombies da sind, dann könnt ihr sie halt einfach killen. In der Praxis würde es dann so ja aussehen, die Zombies sehen den Villager, fangen an mit brennen, weil es Tag ist. Fall rein. Und die Zombies, die laufen dann halt zum Villager hin. Oh. Chicken Rider. Ja, wichtig ist, dass die halt die Trapdoors oben sind. Und dann könnt ihr halt auch mal ganz keck sein und die Zombies reinschlagen. Und ja, dann könnt ihr warten, bis die Zombies drinne sind. Und dann halt natürlich im Game Mode halt unten müsst ihr natürlich auch ausleuchten. Also nicht, dass dann euch hier unten die ganzen Zombies spawnen. Das geht natürlich nicht. Und dann seht ihr auch schon, dass ihr irgendwas falsch gemacht habt. Okay, Leute, ich habe es nochmal überprüft und gemerkt, ich hatte einen kleinen Fehler. Hier unten müsst ihr natürlich auch noch zumachen. Also brennt die ganzen, weil das Tag ist. Ja, weil es muss ja hier natürlich zwei hoch sein. Ich hatte den Fehler, ich hatte jetzt hier nur einen hochgebaut. Und ja, jetzt haben wir hier unten halt die ganzen Zombies und die können wir dann halt alle töten. Ja, Leute, das war's wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann droppt doch auf jeden Fall ein Like. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Checkt auch die Links in der Videobeschreibung ab. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.